Ich warte im Microbat Dresden, das führende Unternehmen, was Mikrozellen, Mikrobatterien anbetrifft. Wir sind seit letztem Jahr wieder an der Börse. Wir würden keine neuen Geschäftsfelder erschließen können, wenn wir die Möglichkeit hätten, digitale Daten auszutauschen. Der Nutzen für uns ist der, dass wir strukturierte Daten haben. Wir werden selber besser bei uns zu Hause. Ja, wir strukturieren uns da besser und wir haben eigentlich die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit, die deutlich besser ist, wie wir es herkömmlich gemacht hätten. Wir hatten davor ein System, wo wir nicht so einfach die EDI-Prozesse abbilden konnten, eigentlich so gut wie gar nicht. Und es war kompliziert, einen Fehler zu finden. Ich denke, das ist für uns vor allem jetzt auch der ausschlaggebende Grund, auf die Seeburger Lösung zu gehen. Das war auch damals auch der entscheidende Grund, auf die Seeburger Lösung, auf den BIS zu gehen, ja, weil wir selber aktiv werden können, ja, und auf jeden Fall auch gleich sehen, wo und wie und was ist der Grund, wieso ein Datensatz nicht verarbeitet wurde. Wir haben eigentlich mit EDI, mit dem Thema EDI, ziemlich spät angefangen. Ja. Wir haben erstmal angefangen, vereinzelt Kunden mit hinzuzunehmen, die wir auf EDI umstellen. Derzeit sind wir von 3 EDI-Partnern in einer kurzen Zeit auf 30 gestiegen. Ja. Das geht nur durch die Flexibilität, die wir auch im BIS geboten bekommen, ja, dass wir auch selber es verwalten können. Wir tauschen tausende Datensätze mittlerweile aus. Nur ein Beispiel, als es dann von der OFTP-ISDN-Migration auf die OFTP-2-Migration ging, ja, da hatten wir dann auch überhaupt keine Probleme, es umzustellen. Und wir haben alle EDI-Partner in einer kurzen Zeit umstellen können. Ja, und das zeugt doch viel von der Marke Seeburger, ja, dass wir da viel und schnell die Prozesse auch entsprechend einstellen können. Wir sind hoch zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Seeburger. Die Projekte, die wir momentan laufen haben, die laufen völlig problemlos. Ja. Wir haben jetzt momentan ein großes Projekt angefangen, auch in Amerika, wo die amerikanischen Kollegen von Seeburger mit involviert waren. Auch das ging von heute auf morgen, würde ich fast sagen. Ja. Wir haben da überhaupt keine Probleme, wenn es darum geht, schnell und effizient mit Seeburger zusammenzuarbeiten.